So, was hast du da Schönes geholt? Ja, siehst du ja, den Anbaufrästisch für die Dewalt DWE 7492. Ja, er ist noch nicht ganz fertig, glaube ich. Ja gut, das müssen wir halt noch zusammenbauen. Ja gut, machen wir. Frage, warum steht da Button? Was? Ja, es ist, ich nehme an, da drücken wir jetzt drauf, weil es ist freitags um 4. Los geht's. Siehst du, das ist schon zusammengebaut. Zack, fertig. Einwandfrei. Ja. Also, wir haben hier jetzt neu in unserem Shop, relativ neu in unserem Shop, den Dewalt Anbau, den Anbaufrästisch für die Dewalt DWE 7492. Eine sehr, aktuell sehr populäre, beliebte Säge bei Heimwerkern. Und die hat auch schon einige Instagramer, haben die schon für uns zusammengebaut, also sprich die Säge mit dem Fräsanbautisch. Und was haben wir uns dabei gedacht? Genau, es war ein bisschen kompliziert tatsächlich. Wir haben ja für die Bosch GTS 10XC haben wir bereits einen Anbaufrästisch schon länger im Sortiment. Das Problem hier war, dass wir keinen Auszugstisch haben und deswegen ein Untergestell bauen mussten, das irgendwie in die Maschine integriert wird und den ganzen Fräsanbau sozusagen trägt. Das ist ganz gut gelungen, sehr gut zu nivellieren, also so, dass wir praktisch eine Tischfläche haben, die praktisch die Säge erweitert, zum einen, zum anderen eben den Frästisch praktisch benutzbar macht und genauso alles auf einem Anschlag. Aber dazu gleich. Genau, mach ich weiter. Machst du weiter? Mach ich weiter. Vorteile von dieser Säge-Tisch-Frästisch-Konstruktion ist einfach ganz klar der Platz, den die nicht braucht. Das ist relativ kompakt. Ich kann das in jede Werkstatt, jede Garage, jeden Keller stellen. Ich kann es sehr einfach montieren. Ich kann dann auch, wenn ich vielleicht schon auch was zu Hause habe, einen Oberfräsenlift oder eine Einlegeplatte von uns, kann ich hier im Sauter-Format auch einbauen und kann dann da eben meine Oberfräse oder meinen Fräsmotor dran bedienen. Mit dem Anschlag. Genau. Und das ist vielleicht noch so ein Ding, wo ich noch gern kurz zwei, drei Wörter dazu verlieren wollen würde. Man kann den Anschlag praktisch gleichzeitig, man kann fräsen und sägen, ohne irgendwas umzubauen. Allerdings auf der Sägenseite mit dem anklappbaren niedrigen Anschlag sollte ich auf der Sägenseite den hohen Anschlag brauchen, weil ich was Schmales, Hohes sägen möchte, wo ich mehr Anschlagfläche brauche. Dann kann ich den Anschlag auch relativ schnell umbauen, weil der Fräsanschlag an sich nur geklemmt ist. Wollen wir das einmal kurz demonstrieren? Dann ziehen wir den einmal ab. Der ist relativ stramm geklemmt, was er auch muss. Dann öffnen wir die Klemmen, drehen ihn einmal um und hängen ihn dann auch wieder ein. Und machen die Klemme dazu und können dann praktisch den hohen Anschlag auf der Sägenseite nutzen. Und das Ganze geht natürlich genauso schnell wieder zurück. Einwandfrei. Genau. Kann alles, was er können muss. Ihr habt bestimmt gesehen, dass hier noch zwei Sachen auf unserer Säge stehen, die wir gar nicht verbaut haben und die gehören tatsächlich nicht zu der Säge dazu, können aber auch multifunktionell angewendet werden, unter anderem für einen Sägeanschlag. Wir erklären euch das gleich, aber wir tragen dazu die Säge raus. Die Säge raus. Sollen wir sie nicht oder? Bauen. Genau. Los geht's. Ja, 1-2-3 Blocks. Warum 1-2-3 Blocks? Warum, wie viele, weshalb? Und wann? Und warum nicht? Und wenn ja, weshalb? Gut, was können die? Ich fange jetzt an. 1-2-3 Blocks, die können ursprünglich haben 1 Inch, 2 Inch, 3 Inch. Wir haben sie aber als metrische Version 25, 50, 75 mm. Perfekt 90 Grad parallel, paarweise. Immer paarweise. Gleich groß. Zum Beispiel als Anschlag nutzbar in einem Korpus zum Winkelprüfen? Zum Beispiel als Prüfung zweier Flächen, ob die bündig sind, weil ich hier sauber geschliffene Flächen habe. Schauen, ob mein Sägeblatt 90 Grad zum Sägetisch steht? Schauen, ob mein Anschlag 90 Grad zum Sägetisch steht. Als Bohrhilfe, als Führungshilfe für Bohrer zum Bohren, so rum oder so rum? Als Anschlagreiter an einem Anschlag, indem ich das festspanne. Hatten wir das schon? Nein. Yes. Als zur Rissübertragung in Felsen. Was? Was? Okay, geht. Ich kann parallel anlegen,
senkrecht reißen an einer Kante. Ich kann meine Fräser-Bohrer-Stifte sauber verstauen, indem ich das hier als Organizer benutze. Sogar mit Magneten. Jetzt bist du! Briefbeschwerer! Ja, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wer noch Anwendungen hat, die vielleicht sinnvoller sind als Briefbeschwerer, wobei das sicherlich eine sehr, sehr, also man kann, könnte auch E-Mails beschweren. gerne in die Kommentare. Ansonsten reden wir uns hier fusselig. Das wollen wir nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden. Wir gehen zum nächsten Artikel über. Hello! So, also zurück zum Fräsen. Und zwar zum handgeführten Fräsen. Wir haben dabei für euch hier den Trend Varijig. Den kann man benutzen, um Ausschnitte zu machen, zum Beispiel für Arbeitsplatten oder auch für eine Einlegeplatte oder für einen Oberfräsenlift in euren Frästisch. Oder auch als Anschlagschiene für eine Tauchsäge oder auch für eine Oberfräse, um eine gerade Nut einzufräsen zum Beispiel. Und da haben wir verschiedene Accessoires dabei. Genau. Erzähl mir mehr. Um den Rahmen, den Varijig-Rahmen, der ist verstellbar. Bis 60 auf 60 von, ich glaube, 40 mm auf 40 mm, bin mir ganz sicher. Wir haben zwei Zwingen, die speziell für dieses Profil gemacht sind, um den Rahmen praktisch aufs Werkstück zu spannen. Wir haben einen Ausgleichsklotz, der unter die Oberfräse geschraubt werden kann, der praktisch dasselbe Maß hat wie die Dicke des Rahmens, damit die Fräse nicht abkippt beim Fräsen. Wir haben einen Kopierring. Weg. Naja. Also, zu den Kopierhülsen, die wir vorhin Standardkopierhülsen nannten, die haben einen Durchmesser von 60 mm und die beiden Aufnahmebohrungen haben einen Abstand von Mitte zu Mitte gemessen von 50 mm. Bei allen Oberfräsen, wo das Maß nicht von Haus aus passt, ist beispielsweise die Unibase eine Lösung. So viel dazu. So, es ist Zeit. Zeit für was? Zeit, sich eine Werkstatt anzuschauen. Dann räumen wir hier auf. Ja, fangen wir mal an. Wir brauchen einen Laptop. So, wir sind hier auf der Seite von Martin Makes, Martin Hönecke, die Instagram-Seite. Und wenn man viel Zeit hat, gell? Und viel Geduld. Schön. Und ein wenig Know-how, möchte ich sagen. Definitiv muss man es können, ja. Schön eingerichtet. Aha. Siehst du? Eine schöne Sauter-Platte für die Triton-Oberfräse. Die auch übrigens, wie man hier gut sehen kann, in die D-Wald. DWE 7492 passt. Ah ja, da sehr hat er schön. Sich schon. Auch mit Wasserwaage ausgerichtet gleich, ganz wunderbar. Scheint gerade zu sein, haben wir Glück gehabt. Schöner Wagen, aber Glück gehabt, Entschuldigung. Da sind nochmal die Einzelkomponenten von dem Frästisch für die D-Wald-Säge. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass wir das zeigen durften. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, fragt uns einfach, schreibt unter das Video, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Und nächste Woche haben wir was ganz Besonderes für euch, also schaltet wieder zu. Bis dahin bleibt gut in Form oder wie der Franzose auch sagt, stay in shape. Bis dahin. Bis dahin. Servus, ciao. Auf Wiederhören.